Wir befinden uns hier über den Dächern von Ida Oberstein. Die Stadt ist ja bekannt für ihre Edelsteine sowie die einzigartige Felsenkirche, die man hier im Hintergrund sieht. Was aber die wenigsten wissen, in Ida Oberstein sind neuerdings wieder viele junge Musiker unterwegs, die die Stadt für ein jüngeres Publikum attraktiver machen wollen. Vom Stil her könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Ob Metalcore, Hip-Hop. Kalte Straßen, auf denen ich dann mal umherwandel. Nazi-Deutschland ist in der AfD wieder auferstanden. Oder Punk. Für Freunde des guten Geschmacks ist eigentlich alles vertreten. Drei der jungen Künstler bzw. Bands habe ich getroffen. Wer sie sind, welche Musik sie machen und vor welchen Herausforderungen sie hier in der Gegend stehen, das will ich herausfinden. Hierzu bin ich zum Jugendtreffermarkt, kurz JAM Jam, gegangen. Das Jugendzentrum ist nämlich Dreh- und Angelpunkt der jungen Musikerszene in Ida Oberstein. Unter all den verschiedenen Events finden hier auch regelmäßig Konzerte sowie Proben statt, wie Mascha Eifler von der dezentralen Jugendarbeit verrät. Das Jugendzentrum bietet ja ein sehr breit gefächertes Angebot für Jugendliche an. Es gibt Koch-, Tanzkurse, Nachhilfe. Mich würde interessieren, welchen Stellenwert haben inzwischen die Konzerte hier erlangt? Ja. Also die Konzerte, die wir im Jugendtreff machen, das hat auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Einfach aus dem Grund, weil wir damit ja auch ganz gezielt eine bestimmte Altersgruppe ansprechen. Das ist natürlich nichts für jüngere Kids, sondern für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einfach auch schon ein bisschen älter sind. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist der, dass Jugendliche ab 12 Jahren schon unsere Veranstaltungen besuchen können. Die dürfen natürlich sonst am Wochenende noch keine Veranstaltungen besuchen. Bei uns ist das, da wir eine Einrichtung des Jugendamtes sind, aber möglich. Und ja, also das sind verschiedene Gründe, weswegen das bei uns auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert hat. Eine der Bands, die ihr Debütkonzert im Jam gegeben haben, sind She Sells Seashells. Die sechs Jungs aus Ida Oberstein mixen harten Metalcore mit elektronischen Elementen und schmücken manche ihrer Songs mit unverwechselbaren Singalongs. So wie bei der Single-Auskopplung Pitch Black Ocean. Obwohl She Sells Seashells erst seit knapp 2 Jahren existieren, durfte die Band bereits mit Szenegrößen wie Enter Shikari, While She Sleeps oder Beartooth eine Bühne teilen. Dieses Jahr im September erschien dann die Debüt-EP Savior Remedy. Zum Interview traf ich Manoi, Gitarrist und Hauptsongwriter der Band, sowie den Schlagzeuger Christopher hier rechts im Bild. She Sells Seashells. Wie zur Hölle kommt man auf so einen außergewöhnlichen Bandnamen? Ich glaube, das kannst du besser beantworten als ich in dem Fall. Ja, wir haben uns 2015 haben wir das Ganze ja als ein Bandprojekt gestartet und im Herbst, Winter war es dann irgendwann soweit, dass wir Namen gesucht haben für das Projekt. Und unser Sänger war zuvor in den USA im Urlaub und der hat da einen coolen Laden gefunden, der nannte sich auch She Sells Seashells und kam dann richtig gehypt zu uns. Ja Leute, guckt mal, der Name, der ist doch richtig catchy, der bleibt im Ohr. Nennen wir uns doch einfach so. Und dabei sind wir dann bis heute geblieben. Und seitdem hat die Band viel erlebt. Auch im Netz sind She Sells Seashells nicht unbekannt. So zählt das Musikvideo zur Debütsingle The Person That I Am Today über 10.000 Klicks bei YouTube. 2016 habt ihr euch dann offiziell gegründet. Es gab 2015 so eine Findungsphase, wo das Ganze als Bandprojekt gestartet ist.
Was ist seitdem passiert für euch als Band? Ja, wir waren im frühen Jahr 2016 waren wir direkt im Studio und haben unsere erste Single aufgenommen, The Person That I Am Today. Und kurz danach haben wir auch ein Video gedreht, was wir dann im Mai veröffentlicht haben. Dann haben wir hier unsere erste Show gespielt, hier im Jam. Und kurz darauf ist auch schon ein erster Karrierehöhepunkt für uns gewesen. Und zwar durften wir als Supportband von Beartooth spielen. Das war für uns nochmal ein persönliches, richtig großes Highlight, weil es ist halt auch eine Band ist, die wir alle sehr gerne hören. Und da habe ich dann mal spontan angefragt, ob wir das Support spielen können. Und wir haben eigentlich schon gar nicht eine Antwort gerecht und dann kam dann irgendwann donnerstags abends vor einer Show, kam dann, ja, ihr dürft Support spielen. Und ich bin eine Stunde lang in meiner Wohnung hin und her gebrannt, weil ich es gar nicht fassen konnte. Die größte Sache, die halt dann so waren, dass wir, die genaue Anzahl von Shows, glaube ich, jetzt kennt man jetzt nicht so oder wissen wir jetzt nicht so, aber wahrscheinlich so ungefähr alle zwei Monate jetzt eins oder auch jeden Monat eine Show halt eben. Dann natürlich die EP, die dann rauskam von uns. Und wir übrigens hier, Savior Remedy. Sollte man auf jeden Fall reinhören. Und ja genau, unser erstes Festival halt auch einfach gespielt, was wahrscheinlich auch so die mit größter Erinnerung für uns da irgendwo ist. Und ja, sonst halt eigentlich geht immer weiter. Ich meine, wir sind ja auch noch so am Anfang eigentlich von dem Ganzen. Aber ihr habt immerhin schon auf den Festivals, zumindest auf einem mit größeren Bands gespielt, wie Enter Shikari, While She Sleeps. Was lernt man von so größeren Acts, was das Musikbusiness angeht, Bühnenpräsenz und so, was nimmt ihr da mit? Man sieht halt vor allem, wie halt Profis so an die Sache rangehen. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel, bevor die auf die Bühne gehen, halt, sind die meistens ja auch relativ zurückgezogen. Aber wenn die halt runterkommen, dann sind die halt auch einfach, merkt man, was für dicke Freunde das dann halt auch dann einfach sind, die dann da oben stehen. Und das halt, egal wie professionell die halt einfach sind, dass die immer noch total kindisch jetzt halt irgendwo sind. Und doch auch vor allem die von Enter Shikari und von While She Sleeps immer noch ziemlich da auf dem Boden auch irgendwo geblieben sind. Ihr macht, bewegt euch auch so in dieser Schiene Metalcore, Elektrocore. Es ist, klingt auch teilweise sehr melodisch mit Ohrwurmpotenzial. Beschreibt doch mal so ein bisschen eure Musik für jemand Außenstehendes, der noch nie was von euch gehört hat. Warum soll er eure Musik hören? Es ist halt einfach Musik, die halt uns Spaß macht und die ungezwungen ist, wenn man es jetzt mal so sagen will. Da steht nicht unbedingt jetzt ein Konzept oder irgendeine Message jetzt hinten dran, die jetzt unbedingt durchgedrückt werden soll, sondern es ist halt einfach irgendwas, was uns auch so an die Zeit erinnert, wo halt wir vor allem angefangen haben, so Musik zu hören, so um 2008, 2009 rum vielleicht halt, wo man dann tiefer dann da eingestiegen ist. Ihr macht jetzt keinen leicht verdaulichen Cover-Rock, sondern es ist schon was Spezielles. Metalcore, melodischer Metalcore. Wie kommt denn eure Musik hier in der Gegend an? Speziell Ida Oberstein. Also es hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich. Also es sind nicht mehr so viele Bands wie vorher. Aber es kommen halt immer wieder noch, es rücken immer wieder noch Bands nach. Also es stirbt nicht komplett aus, aber es ist schon ein bisschen weniger geworden im Vergleich zu vorher, finde ich. Glaubt ihr, das trifft eher hier auf die Region zu? Ihr seid ja auch in anderen Regionen unterwegs. Also wir waren auch schon an anderen Orten, wo man halt schon gesehen hat, dass da auch so eine Szene quasi am Auferstehen ist, dass sich da gerade irgendwas richtig Neues bildet. Bei anderen, wo wir dann gespielt haben, was dann gerade mittendrin. Und halt hier ist es halt so, war schon ein kleiner Rückschritt halt irgendwo hier so in der Umgebung, aber das, ja, die ist immer noch lebendig und ist auch immer noch da. Zum Beispiel, ich weiß das noch so aus Zeiten, wo mein Bruder halt noch aktiv die Musik halt eben gemacht hat, da war das wieder was ganz anderes wie jetzt, jetzt bei uns. War es damals größer, lebendiger? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da kam zu einer Show von so einer Musik jetzt halt oder generell auf Konzerte, da war gerade jetzt zum Beispiel hier, wo wir halt eben sind, im Jam, wo wir auch unsere erste Show gespielt haben, war es halt immer ziemlich voll. Und das ist dann halt auch wieder immer so ein bisschen zurückgegangen. Die Leute werden da auch, glaube ich, ein bisschen kritischer so mit der Musik und beurteilen das nochmal ein bisschen anders da wie damals. Okay. Welche Bedeutung hat denn hier das Jam, der Jugendtreff für euch? Also für uns persönlich als Band
Das ist halt auch ein cooler Auftrittsort. Wir haben hier unsere erste Show gespielt und haben dann dieses Jahr hier nochmal gespielt. Ja, und wir hatten immer viel Spaß hier und es waren auch immer viele Leute da und es ist auf jeden Fall ein cooler Auftrittsort. Und auch so für uns ist es halt, seit ich glaube ich 13 oder 14 war, war man hier dann eigentlich dann auch immer regelmäßig und hat sich dann die Shows angeguckt, weil damals war das auch so das Konzept hier von dem Laden, dass halt auch dann kleinere regionale Bands mit Szenegrößen dann auch mal die Bühne halt dann teilen konnten und so. Und dann hat man halt dann schon immer dann, wenn man hier war, auch dann geträumt, okay, irgendwann will ich auch dann hier sein mit irgend so jemandem, den man halt total abfeiert. Und ja, von daher, das ist halt schon, man fühlt sich schon ziemlich verbunden halt hier. Ein anderer Musiker, der sich ebenfalls mit dem Jugendtreff Ida Oberstein verbunden fühlt, ist der Rapper Young Lit alias Björn Steinbrecher Bulle. Es heißt nicht Meloke, sondern Milok. Baller das Magazin leer und dann Reload. Young Lit hat hier in Ida Oberstein auch einige Konzerte mitorganisiert und weiß deshalb um die Situation junger Musiker in der Region sehr gut Bescheid. Dunkeln lila Scheine, tristes Leben in der sogenannten Edelsteinstadt. Schau uns an, alle haben Edelsteine satt. Immer wieder hängen geblieben, wie Setup ein Drücken. So wie Versteckspiele mit bunten Perücken. Tristes Leben in der sogenannten Edelsteinstadt. Schau uns an, alle haben Edelsteine satt. Was ging dir durch den Kopf, als du zum ersten Mal diese Zeile niedergeschrieben hast? Ja, ich habe die niedergeschrieben mit dem Gedanken, dass ich einfach das zu Wort bringen möchte, was mich durchströmt an Gedanken oder an Emotionen, wenn ich an diese Stadt denke. Und diese Stadt hat ihre schönen Zeiten längst hinter sich. Und es wird auch kaum Initiative für irgendwelche Jugend ergriffen, außer jetzt hier im Jam vielleicht. Und es macht wenig Spaß, sein kreatives Ich hier rauslassen zu wollen. Geht fast gar nicht. Welche Inspiration gibt dir die Stadt sonst noch für deine Musik? Spielt die noch eine größere Rolle? Ja, man hat halt viel schlechte Dinge, die man sich auch gerne noch etwas schlechter redet, als sie sind. Man hat manchmal das Gefühl, man ist hier hoffnungslos verloren, wenn man darüber nachdenkt, dass man was aus sich machen möchte. Und ja, mir gibt es auf jeden Fall viel Antrieb zu sagen, ich will es schaffen mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, hier rauszukommen, ganz einfach. Oder diese Stadt ein wenig schöner zu gestalten, in der Hinsicht, dass es Leute gibt, die Musik machen, die auch kostenlose Veranstaltungen hier in Angriff nehmen und der Stadt was zu bieten. Wie nimmst du aus deiner Sicht die Musikerszene, die Live-Szene hier in Ida Oberstein wahr? Also auf alles bezogen steht der Hip-Hop hier ganz hinten, obwohl der Hip-Hop momentan meiner Meinung nach ein Mainstream-Produkt ist. Und ja, ich finde es ganz schön, dass man dann sagen kann, hier in dieser kleinen Stadt ist man einer der Ersten oder einer der Präsentesten, obwohl man noch gar nicht so viel geschaffen hat. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Hier war vor kurzem auch eine Band, Kafka hieß die, und die hat gesagt, groß in der Kleinstadt, klein in der Großstadt, und eigentlich passt das. Du hast dich ja bewusst für Deutschrap entschieden. Würdest du sagen, hier bewegt sich was in Bezug auf diese Musikrichtung oder hier ist was am Wachsen? In der Szene? Es passiert auf jeden Fall viel und viel zu viele junge Menschen kommen einfach gar nicht aus sich raus, lassen es gar nicht zu, dass was passieren könnte, weil sie sich selbst unterschätzen und das ist halt schade. Man muss halt riskieren, man muss Kritik einstecken können. Ich habe auch schon sehr viel Kritik einstecken dürfen, aber ich mache es ja auch, weil ich Spaß daran habe und den Spaß sollte man sich nicht nehmen lassen. Ist es sozusagen nur der eigene Widerstand, den junge Künstler hier, also speziell Rapper, überwinden müssen? Oder würdest du auch sagen, die Region, die Stadt an sich hat zu viele Barrieren? Also wie nimmst du, vor welchen Herausforderungen, denkst du, stehen junge Musiker, speziell Hip-Hopper, hier in der Region in Ida Oberstein? Die Zugkraft ist nicht gegeben. Das ist das Problem hier in der Stadt. Zum Beispiel hier als ich das Event hier gemacht habe, Saturday Spit, hat man gemerkt, während Mitte der Show rappelvoll der Laden, gegen Ende, sagen wir mal 11 Uhr, wir fahren jetzt noch Party machen und ja, nee, kein Interesse. Wahrscheinlich die eigenen Freunde kurz mal angesehen, angehört,
sich ein Bild davon gemacht, aber dann eigentlich direkt weitergezogen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man sich nicht öffnet, auch für was Neues oder andere Künstler, die man eventuell nicht kennt. Das ist halt sehr traurig. Dann hattest du jetzt schon einige Auftritte hier im Jam. Welche Bedeutung hat für dich das, der Jugendtreff hier in Idar-Oberstein? Der Jugendtreffer Markt Idar-Oberstein hat mir die Perspektive geboten, dass ich meine Musik live proben kann, dass ich hier auftreten kann, dass ich selbst Erfahrung sammeln kann. Und es wird immer mein erster Hip-Hop-Auftritt bleiben. Und den kann man nicht streichen. Das ist einfach so. Das ist jetzt meine Geschichte hier, hat sie angefangen. Und ich hoffe, dass sie noch schön weitergehen wird. Mhm. Dann konkret, wenn du sagst, es passiert hier noch zu wenig in Bezug auf Hip-Hop, was müsste denn die Stadt Idar-Oberstein, was müssten die Menschen hier, das soziale Umfeld, was müsste passieren, damit mehr für Hip-Hop passiert, damit Hip-Hop hier groß wird? Das liegt eher an der Mentalität hier im Hunsrück. Das, wenn man aus dem Saarland kommt, die ist sehr bescheiden. Die Leute sind halt nicht offen. Da müssen die Leute insgesamt alle sagen, ja, wir haben Lust, wir wollen was Neues mitbekommen. Und das ist leider nicht so gegeben. Mhm. Und wenn du jetzt auf unbekannte Menschen triffst, für eine außenstehende Person, die noch nie was von dir gehört hat, wie würdest du dieser Person deine Musik beschreiben, sodass sie dann sagt, boah, geil, höre ich mir auf jeden Fall an? Ich würde der Person einfach sagen, hier, ich mache deutschen Hip-Hop. Vielleicht nicht der hochprofessionellste, so weit bin ich noch nicht. Aber es ist hörenswert, meiner Meinung nach. Und mir geht es eigentlich nur darum, dass die Leute raushören können, dass ich Spaß daran habe. Ich habe Spaß und dann stelle ich mich an mein Mikrofon, dann fange ich einfach an. Und das sollte eigentlich die grundlegende Basis dafür sein, Musik zu machen. Geht es in deinen Texten nur um Spaß? Oder? Also ich habe da auch schon kritische Töne rausgehört. Ja, also ich kritisiere diese Stadt sehr gern. Ich kritisiere diese Momente im Leben, die man halt mal hat, wenn man das Gefühl hat, man steht an einem hoffnungslosen Punkt oder man ist am Ende eines Weges angekommen und man sieht gar nicht die Abzweigung für den nächsten Weg. Hab halt schon viel mitbekommen, viel Sachen erlebt und ja, ich versuche das alles aufs Blatt zu bekommen, dann schreibe ich es mir aus meinem Kopf raus und dann ist es erstmal verarbeitet. Mhm. Dann bist du ja schon ziemlich produktiv gewesen, also du hast schon eigene Musikvideos gedreht, man findet deine Musik auch im Netz auf sämtlichen Plattformen. Wie soll es jetzt weitergehen damit? Was sind deine Träume für die Zukunft? Was soll mit deiner Musik, mit dir passieren? Mein Ziel ist es, ich will gar nicht mal extrem reich werden, ich will meinen Spaß mit der Musik haben. Das Beste wäre es, wenn ich irgendwann alle Kosten gedeckt habe im Monat und noch 2000 Euro für mich habe, das wäre ein Traum. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ich jetzt Erfolg damit haben werde, meine Musik in Spotify, iTunes und Amazon anbieten zu können. Und ja, einfach produzieren und gucken, was passiert. Ohne große Erwartung, dass ich sage, das muss jetzt ein Hit werden oder das müssen 20.000 Leute liken. Last but not least, die dritten Musiker im Bunde sind Revolution Inc. Eine waschechte Punkband mit eindeutiger Botschaft. Hi, wir sind Revolution Inc. Wir haben eine Devise. Make Punk Rock Rage Again! Wie sie selber sagen, wollen die vier Jungs aus Idar-Oberstein mit ihrer Musik durchaus anecken. So zum Beispiel in ihrem Song Welcome to Pyongyang, in dem sie den Staat Nordkorea kritisieren. Ihr macht also recht schonungslosen Punk, der sehr ehrlich und direkt ist. Wie kommt eure Musik denn hier in der Gegend an? Also ich habe empfunden, dass die Leute, die uns hören bzw. auf unsere Konzerte kommen, auf jeden Fall eine Menge Spaß dran haben und dass denen auch unser Sound gefällt. Aber ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, da könnte natürlich noch mehr gehen. Also die Massen könnten auf jeden Fall noch etwas größer sein. Also diejenigen, die da sind, machen auf jeden Fall Top-Stimmung. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Also da ist absolut eigentlich der Punk am Laufen, ja.
Beschreib doch mal die Szene hier in Idar-Oberstein, was so das Verhältnis der Bands untereinander angeht und die Locations, die Veranstaltungsstätten. Also das Verhältnis unter den Bands ist relativ gemütlich. Man kennt sich hier, man ist nicht unbekannt. Also zumindest die, die sich auch irgendwie in öffentliche Erscheinung bringen. Ja, die Locations halten sich halt auch sehr im Rahmen. Da gäbe es zum Beispiel das schon besagte Jam, Jugendtreffermarkt. Dann auf jeden Fall das Shorty in Bernbach, auch eine sehr angesagte Location, vor allem in der Vergangenheit. Und noch ein paar wenige andere. Aber ja, es hält sich auch sehr gedeckt, muss man sagen, im Vergleich zu großen Städten. Das ist so das, was mir jetzt aufgefallen ist. Wo seid ihr sonst noch aufgetreten? Also vielleicht weiter weg. Ich habe mal gesehen, ihr hattet noch Mainz auf eurer Liste. Wie erlebt ihr denn da das Publikum im Vergleich zu hier? Also, da wir eine eingeschweißte, feste Fancrew haben, Props gehen raus an euch, ist es eigentlich gar nicht mal so groß im Unterschied zueinander, weil bis jetzt auf jeder Show von uns ziemlich viele Leute da waren, die halt auch von Anfang an mit dabei waren. Aber man merkt es schon zum kleinen Teil, sag ich mal, hier im Nestle, wenn man halt die Leute hier alle kennt und die Leute einen auch selbst kennen, kommen sie halt eher rum als in größeren Städten wie eben Mainz, Bad Kreuznach oder Neunkirchen, wo wir bis jetzt auch aufgetreten sind. Und da ist es halt dann natürlich auch ein bisschen schwerer, die Leute da anzuziehen. Mhm. Ihr habt eben schon das Jam angesprochen. Mal zusammengefasst, welche Bedeutung hat für euch das Jugendzentrum, der Jugendtreffermarkt? Naja, also es ist halt so eine Art Heimspiel, weil gut, der Rico wohnt jetzt ein bisschen weiter weg, aber wir drei kommen ja von hier. Und wir waren da halt auch schon vor der Band öfter, vielleicht auch mit anderen Bandprojekten oder in der Planungsgruppe da. Aber dazu kann der Tommy vielleicht ein bisschen mehr sagen. Und ja, es ist halt einfach zu Hause. Ja. Und es bietet halt eben auch eine sehr, sehr gute Plattform für Newcomer, für Bands, die sich halt eben auch mal... die erstmal auf der Bühne stehen und auch einfach mal ihren ersten Auftritt haben. Quasi einfach eine Plattform für Newcomer auch. Dann ist es ja so, dass heute in nahezu allen Städten jedes Jugendzentrum irgendwie eine Punk- und eine Hip-Hop-Band hat. Trotzdem wird ja seit einiger Zeit immer propagiert, so in den Medien, Punk is dead. Wie steht ihr zu dieser Aussage? Wie, wat? Punk is dead? Also ja, man hört es öfters und es kommt auch einem so vor, als ob in der Szene nicht mehr so viel läuft. Klar, die goldenen Zeiten der Punkzeit sind vorbei, aber ein Genre, in dem es immer noch so viele Bands gibt und so viele Leute, die das hören, kann einfach nicht wirklich tot sein. Also letztendlich würde ich sagen, Punk ist das, was du draus machst. Und ja, von daher, dem Punk fehlt meiner Meinung nach, beziehungsweise unserer Meinung nach, nicht die Lebendigkeit, sondern einfach die Würze. So nach dem Motto, make Punk Rock rage again. Beschreibt doch mal für eine außenstehende Person, die noch nie was von eurer Musik gehört hat, welche Musik macht ihr, für welche Musik steht ihr? Ja, also wir... Schwer einzuordnen, also das kann man jetzt vielleicht nicht ganz in eine Schublade stecken, was wir jetzt so sicherlich spielen, aber... Ich würde mal sagen, wir orientieren uns schon an Bands wie Rise Against jetzt zum Beispiel, sowas in dem Dreh. Und ja, also wir lassen uns auf jeden Fall nicht in eine Schublade halt eben reinstecken, aber wir haben schon eine gewisse Richtung, so eine gewisse Leitlinie. Aber insgesamt ist es eigentlich Punk halt eben, purer Punk. Wobei wir da halt auch sehr viele verschiedene Einflüsse haben, wie zum Beispiel Crossover. Wir haben einen Song, der geht so ein bisschen in die Richtung Rage Against the Machine. Da wollen wir, denke ich, auch in Zukunft noch den einen oder anderen mehr von machen. Und ja, es ist halt bunt gemischt. Relativ vielseitig, ja. Genau. So ziemlich von allem. Wir haben so ziemlich von allem ein bisschen was dabei. Da ist halt jetzt auch ein bisschen was Melodischeres dabei. Der Song heißt My Life in Ruins. Der ist halt auch schon, der geht halt mehr so, sag ich mal, in den melodischen Bereich einfach. Ansonsten, ja, eigentlich quer fällt ein, aber im Groben und Ganzen kann man schon sagen, es bewegt sich so im Punk-Bereich. Also wie man hören kann, wir sind eine Helene Fischer Coverband mit Einflüssen von Anti-Flag, Rise Against, Pennywise und Rage Against the Machine und wir nehmen uns sehr ernst. Dann hatten wir eben schon den Standort Idar-Oberstein angesprochen und die Region hier.
Ich will die Frage mal noch allgemeiner fassen. Vor welchen Herausforderungen stehen junge Musiker allgemein und besonders die der Punk-Szene hier in der Region? Vor welchen Schwierigkeiten, aber auch vielleicht vor welchen Chancen? Also, das ist gar nicht mal so einfach, sage ich mal dazu. Ich denke mal allgemein zusammenfassend, nicht nur für uns als Musiker einer Punkband, sondern generell für Musiker hier in der Gegend, auch also für Newcomer-Bands bzw. junge Musiker, ist es sehr schwer, hier irgendwie Publicity zu kommen. Ich sag mal so in Form von auf sich aufmerksam machen, für Konzerte, Veranstaltungen zu werben und so, weil entweder die Leute, die es interessiert, nicht mehr hier sind oder es immer die, sag ich mal, die gleichen üblichen Verdächtigen sind, die auf die Konzerte kommen oder halt je nachdem Facebook-Seiten liken oder sowas. Und da ist es ganz, ganz schwer, irgendwie hier ganz am Anfang Fuß zu fassen, weil die Leute das auch nicht ganz so aufnehmen, es sie nicht interessiert oder so. Da macht man sich natürlich auch keine Vorwürfe. Ich meine, man kann ja niemandem aufzwingen, ja, hier, wir spielen dann und da, kommst vorbei, ansonsten kriegst du eine gebatscht. Aber ja, es ist nicht gerade einfach, sage ich mal. Ja, das Problem, das ich jetzt so auch festgestellt habe, jetzt abgesehen vom Jam, dass man dann wirklich auch schon gucken muss, dass man irgendwo weiter hinwegfährt, wo man dann mal in der Location spielen kann. Also das ist halt auch allgemein schon bekannt, dieses Clubsterben, das merkt man halt schon irgendwo, weil es in der Region immer weniger wird, beziehungsweise generell schon wenig ist und dementsprechend ist es gerade auch für einen Newcomer schwierig macht, da nochmal Fuß zu fassen und auch irgendwo auch eine, sag ich mal, eine Fangemeinde für sich zu finden. Einen Punkt hätte ich noch, und zwar mit meiner alten Band. Also mittlerweile gehe ich arbeiten, deswegen ist finanziell jetzt nicht mehr so das Problem da. Aber gerade für Schüler oder Leute, die halt finanziell einfach ein Budget haben, was sie im Monat ausgeben können für die Band, ist es sehr schwer, an Proberaum zu kommen hier in der Nähe. Weil das ist entweder sehr teuer oder halt, man hat halt dann ansonsten Pech. Ja. Gut, also es ist einmal der Standort hier, aber würdet ihr auch sagen, es spielt dieser, sag ich mal, allgemeine Musikkonsumwandel mit, der dafür sorgt, dass immer weniger Leute halt zu Live-Konzerten gehen, es dann Newcomern halt schwieriger machen und sozusagen der Hauptkonsument, sag ich mal, der Durchschnittskonsument lieber sich eine Playlist auf Spotify anhört, anstatt irgendwie eine Band live zu unterstützen. Was denkt ihr da? Ja, das kann man so und so auffassen. Prinzipiell würde ich dir dabei recht geben, dass es sich auf jeden Fall über die Jahre gewandelt hat. Früher, ich nehme mal gerade ein Beispiel dafür, das Scoots Out Festival war hier in Idar-Oberstein seit, boah, lass mich lügen, 2008, 2009 immer. 2008, nächstes Jahr hätte es Jubiläum. Von Anfang an eine Veranstaltung, wo auch Leute hingegangen sind, die gar keinen Rock oder sowas in die Richtung gehört haben, sondern es hieß einfach, ah ja, da geht irgendwas am Wochenende, es ist halt so das Ausklingen von der Schulzeit in die Ferienzeit rein, lass mal machen. Ah jo, und dann waren da halt auch immer so um die 200, 300 Leute, circa, sage ich immer. Und über die Jahre hat man dann halt auch gemerkt, okay, es hat sich entweder in eine bestimmte Richtung gewandelt, es war ziemlich viel Metalcore die letzten Jahre da. Aber generell war es dann so, als es dann nicht mehr nur noch auf Metalcore ausgelegt war, sind einfach viel weniger Leute gekommen. Und mittlerweile kommen relativ sehr wenige Leute, weil sie halt eher irgendwie Lust haben, irgendwo im Club feiern zu gehen oder halt daheim lieber chillen oder halt sich die Musik daheim anhören. Aber es gibt halt noch dennoch einige, die dann trotzdem sagen, nö, ich gönne mir dann trotzdem lieber noch gute Live-Musik. Also man muss es differenzieren, aber im Groben und Ganzen kann man eigentlich sagen, ja, es hat sich leider dahingehend verschlechtert, dass halt immer weniger Leute auf kleinere Konzerte gehen. Wobei die Großen dann, wie jetzt zum Beispiel Rock am Ring, Wacken, Southside oder auch das Download-Fest, sage ich mal, immer mehr an Zuschwung bekommen.
Klar, und da sind dann die Ticketpreise, sag ich mal, bei 200 Euro locker und die Leute können sich dann halt weniger leisten. Genau. Wo müsste man dann, gerade für kleinere Bands in kleinen Regionen, wo müsste man ansetzen, um dieses Problem irgendwie zu lösen oder um es besser zu machen, dass die Live-Szene für Newcomer, für kleinere Bands wieder belebter wird? Also, das ist eine sehr gute Frage und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir hätten uns selbst nicht schon damit beschäftigt. Ich würde sagen, da müsste man auf mehreren Wegen an das Problem rangehen. Zum einen müsste es irgendwie die Möglichkeit geben, die Leute irgendwie zu erreichen, ohne dass sie direkt genervt sind und sich denken, boah, Alter, komm, scroll ich jetzt mal weg oder drücke ich weg oder so. Weil alleine, sage ich mal so, das Promoten über Facebook, Twitter, Instagram und so, gut, wir benutzen jetzt nur Facebook, aber andere Bands benutzen ja auch die anderen Formate, ist halt nicht mehr so einfach. So vor 5, 6 Jahren konntest du damit noch richtig viele Leute anziehen. Mittlerweile, ich weiß nicht, kennst du vielleicht selbst, wenn du irgendwo eine Anfrage bekommst oder so, ignorierst du die halt auch relativ leicht. Man müsste halt irgendwie schauen, dass man die Leute wieder richtig erreicht bekommt. Ja, man müsste auf jeden Fall mehr Möglichkeiten geben, für junge Bands zu spielen. Das Jam ist da eine sehr hervorragende Plattform dafür, aber davon gibt es hier in der Region, ich sag mal so im gesamten Hunsrück, leider viel zu wenig. Ja, was mir auch aufgefallen ist, gut, wir sind da natürlich ein Paradebeispiel. Wenn wir ein Konzert haben, werben wir alles Mögliche an, was geht, halt auch im, sag ich mal, privaten Raum, dass wir halt dann jeden erdenkliche mögliche Person anschreiben mit, ah ja, dann und dort spielen wir, hättest du nicht Lust vorbeizukommen und so, dass alle Beteiligten einer Veranstaltung sich auch vielleicht so ähnlich ins Zeug reinlegen würden fürs Werben. Weil mir ist aufgefallen, bei einigen Bands, die interessiert es nicht, ob sie vor 20 oder 2 Leuten spielen. Gut, das ist natürlich jedem seine eigene Auffassung, muss man dazu auch sagen. Aber es wäre natürlich schön zu sehen, wenn sie dann auch ein paar Leute einladen würden oder halt teilen würden und so. Es weht wieder ein frischer Wind durch die Musikerszene in Idar-Oberstein. So gab es in den letzten paar Jahren viele Neugründungen von Bands, die hier regelmäßig Auftritte absolvieren. Allerdings stoßen viele von ihnen mit diesem Vorhaben bereits sehr schnell an ihr Limit. Denn das Jam, also der Jugendtreff am Markt, ist nämlich die einzige Location, die hier den Nachwuchs aktiv fördern will. Das hält aber die Musiker nicht davon ab, das weiterzumachen, was ihnen am meisten Spaß macht. Nämlich gemeinsam musizieren, produzieren und anschließend die Songs vor eigenem Publikum performen. Notfalls macht man es dann halt im Alleingang. So schlüpft man hier als Musiker sehr schnell in die Rolle des Konzertveranstalters oder Musikproduzenten und bringt viel Eigeninitiative ein. Wie das gelingt, haben She Sells Seashells, Young Lit und Revolution Inc. erfolgreich unter Beweis gestellt. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich ihre Musik in Zukunft entwickeln wird und wo ihr Weg sie noch überall hinführen wird.